So Leute, wir machen weiter mit Civilization, mit unserer Community-Challenge, mit den Indonesiern. Schön, dass ihr dabei seid, live auf Twitch, Pfingstsonntag oder nachher auf YouTube, wann auch immer hier. Weiter, weiter, weiter. Go, go, go. Wir haben ein Ziel vor Augen und das heißt Hunza, den Stadtstaat Hunza, den wir uns schnappen. Große Persönlichkeit ist da, Erwin Schrödinger. Heureka, für 3 zufällige Tags. Oh, das müssen wir uns gut überlegen. Jetzt, der wird erstmal rekrutiert. 3 zufällige Tags des Atomzeitalters oder Infozeitalters. Alles Sachen, die noch kommen. 3 zufällige, oh Gott. Also hoffentlich sind es welche vom Infozeitalter, vom Informationszeitalter, weil das hier haben wir so schnell gleich schon erforscht. Das wäre echt schon verschenkt. Wir machen es aber trotzdem, ne? Wir setzen den gleich mal ein. Regierungskartenwechsel möglich. Gibt es aber im Augenblick nichts, was wir nutzen wollen. Nichts von den neuen Karten. Rest bleibt so, wie es ist. Wir haben lange keinen Blick mehr geworfen. Auf den Stadtstatus machen wir jetzt. Und stellen fest, Leute sind halbwegs zufrieden. Wir hatten übrigens heute begonnen in Runde 198, jetzt Runde 202. Und laut meines klugen Zettelchens... Laut meines klugen Zettelchens über alle Export-Import-Routen und so weiter muss ich jetzt loslegen und mit Dido, bei Dido mal vorsprechen, mal sagen, hey Dido, gib mir Marmor bitte. Ein Gespräch mit Dido. Gerne, danke. Bitte, irgendwas in der Art. So, dahinter setzen wir einen Haken. Nächste Forschung nach der Luftfahrt wird die Elektrizität. Dann können wir Seehäfen bauen. Wo sind sie denn? Hier. Und hydroelektrische Staudämme. Vor allem geht es uns um die Seehäfen, weil mehr Gold, viel mehr Gold. Und vor allem die Möglichkeit, endlich unsere Kriegsschiffe in Flottenform zu bauen. Und außerdem mit mehr XP, die dann bekommen. Da geht's hin. Nächste Ausrichtung nach der Urbanisierung wiederum. Da ist der Faschismus. Nein. Wie cool ist das denn? Gerade haben wir ihn noch gebufft. Da ist er. Ich bin total begeistert. Da ist unser Faschismus. 5, ein Joker-Politikplatz. Sobald wir ihn haben, kommt oben drauf. Dann werden wir zwar weniger Einflusspunkte generieren, aber ist doch top. Städte mit Garnisonseinheit bekommen 4 Loyalität pro Runde. Da kommt einer unserer Militäreinheiten, kommt rein nach Hunza. Da will ich hin. Das muss sein. Wen schicken wir da oben hin gleich? Den Linieninfanteristen. Der wird gleich... Nee, pardon, nicht den, sondern... Oh Gott, ist der weit weg. Haben wir eine Truppe noch hier behalten? Ich glaube, hier vorne links war doch einer, oder? Da ist er. Den Armbrustschützen nehmen wir. Den verbessern wir nachher zur Feldkanone und er nimmt dann Hunza ein. Der kann schon mal runtergondeln. Hier unten hin. Die Galeere beschützt den, bringt den rauf. Haben wir eine Yong-Einheit hier irgendwo? Das ist die Yong-Einheit. Die kann ihn dann begleiten. Der gondelt schon einmal runter, bitte. Sehr, sehr schön. Extrem hilfreich. Und Yong fährt einmal entgegen, um ihn schneller zu machen. Bulantes Geheimdienst fertig. Das bedeutet nochmal ein weiterer Gouverneurstitel. Jetzt bauen wir überall unsere Seehäfen in 3 Runden. In 3 Runden möglich. Das können wir vorher noch schnell machen in Bulantes. Brauchen wir eigentlich Lager, um die Menge an strategischen Ressourcen zu steigern, die wir sammeln können? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Für Militärpioniere bräuchten wir die. Wenn wir hier irgendwo ein cooles Geländefeld putt machen, einfach so, können wir machen. Flugplätze, um Flugzeuge bauen zu können, aber wozu brauchen wir die hier vor Ort? Eigentlich gar nicht. Theaterplatz hilft immer. Macht man was kaputt? Wohnraum brauchen wir keinen.
Tempel und Forschung beschleunigen. Ich würde gerade gar nichts bauen. Wenn man einen Tempel in einer Runde, vielleicht die Stupa noch hinterher, nachher, gibt auch mehr Annehmlichkeiten und so weiter. Campus-Forschungsstipendium und nochmal. Punktlandung in 3 Runden, dann den Seehafen. Hier vorne archäologisches Museum. Nächster Schritt Archäologe bitte. Dauert hier allerdings 6 Runden. Ja, ist halt so. Kann man auch kaufen, allerdings immer nur da vor Ort, wo das archäologische Museum auch steht. Militärpioniere können wir bauen, weil das keine Kampfeinheit ist, Bingoloba. Landkampfeinheiten hieß es, glaube ich, in der Beschreibung vom von Eisdrache, von unserem Kartenbauer. Landkampfeinheiten dürfen wir nicht erwerben, aber ein Militärpionier kann nicht kämpfen. Ja, ist zwar Militär, aber ist nicht dafür da. Ich fange noch nicht an, die Kriegsschiffe zu bauen oder den Fjölnir, weil ich die gleich fertig komplett in Flotten bauen möchte. Und wir schleunen hier auch die Forschung darüber, dass wir das jetzt hier machen. Unis, Forschungslabor. Können wir auch bauen hier. Dauert 6 Runden. Ach nee, machen wir jetzt hier. Dann der weitere Gouverneurstitel. Rainer. Ist Rainer eigentlich schon da, wo sie hin sollte? Nee, befördern wir nachher. Die Jungflotte ist da, sehr schön. Hierhin und Nickerchen. Nee, Sanitäter Empfatzer ist was anderes. Ein Militärpionier ist eine zivile Einheit. Da ist zwar Militär, aber es ist eine zivile Einheit. Die Unterstützungseinheiten, die es im Spiel gibt, das ist eine andere Kategorie von Einheiten. Das sind tatsächlich Militäreinheiten. Die haben zwar keine Angriffsfähigkeit, aber sie werden im Rahmen einer Offensive nach vorne geschickt und stärken die anderen Militäreinheiten um sich herum. Es sind also quasi, es sind also wirklich Einheiten, die im Landkampf irgendwie mitmachen. Ich weiß auch gar nicht, ob jetzt Eisdrache das so bis ins letzte Detail so geschrieben hat, aber wir bleiben mal fair und wir interpretieren das mal so, wie wir es auch gemeint hätten, wenn wir uns so eine Aufgabe auferlegt hätten. Und dann würden die Unterstützungseinheiten nicht gelten, die anderen allerdings doch. Ja, bei der Bundeswehr ist das egal, ob die Zivilen sind oder nicht. Das ist mir egal. Es geht ja nicht um den Namen, es geht ja um die Funktion im Spiel hier, Rupenio. Ein Handwerker hier vorne, der bleibt... Oh. Hier können wir Sachen reparieren. Dann sollten wir, glaube ich, lieber mal rausziehen. Oh, dann kann aber hier vorne... Da könnte ja vorne ein Barbarencamp entstehen. Der bleibt hier stehen, der muss da durch. Zum Reparieren hier rein und Pause. Ein Handwerker hier vorne. Ah, auf Ozeanfeldern kann man keine Kampung-Einheiten bauen. Dann ziehen wir den an Land und bringen den hier oben auf eines dieser Geländefelder hier, die ja schon riesige Erträge bringen. Wahrscheinlich auch genutzt werden, ne? Mhm. Die können vom Vulkan nicht beschädigt werden, die Modernisierung, weil wir vor Ort Liang haben und weil wir die entsprechend befördert haben. Einmal hier hin. Ein Spion. Hat wer den gebaut? Ach, der ist gerade gratis entstanden, als wir den Geheimdienst abgeschlossen hätten. Hatten, ne? Was soll man denn mit dem? Wo soll man den denn einsetzen, Leute? Wir können den bei den Osmanen einsetzen, um Eurekas zu stehlen. Sonst fällt mir gerade nichts ein, was wir sonst mit dem machen könnten. Wir könnten zu irgendwelchen Stadtstaaten hin und da versuchen, Gesandte rauszuschmeißen. In Auckland ist, glaube ich, schon ein Spion von uns. Nein. In Sukarna und in Mahendratta.
In Auckland könnten wir Willi rausschmeißen und danach noch andere, aber ob das so wichtig ist, können wir machen. Wir können zum Rausschmeißen von Gesandten, weil Auckland so wichtig ist, jemand hier hinschicken. Sollen wir das machen? Nein, klappt gar nicht. Die Gesandten werden immer rausgeschmissen von dem Reich, das die meisten Gesandten hat. Das heißt, wenn wir hier hingehen und sagen, schmeißt die Gesandten raus von dem, der hier der Stärkste ist, würden wir unsere eigenen rausschmeißen, geht also nicht, können wir knicken. Also das ist schon mal eine Schnapsidee. Ja, dann gehen wir nochmal zu den Osmanen hin. Wir könnten auch Gegenspionage machen, weil wir haben keine zentralen Felder, keine zentralen Bezirke, die wir verteidigen wollen. Unsere Gesandten, unsere Spione sind bei... Hey, wir könnten einen... Natürlich, wir schicken schon mal einen Gesandten zu den Osmanen, weil mit ihnen sind wir nicht mehr befreundet und dann haben wir mehr diplomatische Sichtbarkeit und so weiter und so fort. Und den würde ich einsetzen in Ankara. Weil Ankara ist die Stadt, die wir am schlechtesten einnehmen können, weil die nicht am Wasser liegt. Wenn wir am Schluss einnehmen, wir decken ja ein bisschen was auf, da geht er hin. Ja, einmal rüber zu Ankara. Da haben wir im Kampf gleich kleine Vorteile. Sodele. Noch mehr Kampungs, bitte. Ich packe den mal hier. Erwin Schrödinger. Und den lösen wir jetzt auf und bekommen drei zufällige, von drei zufälligen Technologien des Atom- und Informationszeitalter, das Heureka. Das heißt, wir bekommen, uns wird angezeigt, wo das liegt, im Tech Tree, in dem zufällig zusammengewürfelten Technologiebaum. Und wir bekommen das Heureka und damit 40% von den Forschungskosten dafür. Ab diesem Zeitalter, drei zufällige hier oder da. Ich hoffe, es sind welche aus dem Info-Zeitalter, weil die sind teurer. Da würde sich Neureka mehr lohnen. Hier unten, das wird sich kaum lohnen. Wir setzen ihn mal ein und hoffen das Beste, Leute. Wir können es auch später machen. Aber die Frage ist, ob wir irgendwann einen besseren Zeitpunkt dafür haben. Wir könnten sagen, wir machen später, weil dann ist es tendenziell eine Technologie, die... wertvoller ist. Andererseits wollen wir vielleicht hier schnell eine freischalten und sehen die dadurch eher im Tech Tree. Hier sind auch vier Rundenteile drin. Das sind auch 4 bis 5 Runden. Ob 4 oder 5 Runden ist kein Unterschied. Hier sind auch 2 mit 4ern. 3 mit 4ern. Ach komm, wir machen es jetzt mal. Warum abwarten? Eine Lasertechnologie. Fortgeschrittene Luftfahrt und Raketentechnik. Ich glaube, wir haben coole Dinge erwischt. Raketentechnik hier unten, fortgeschrittene Luftfahrt hier und Lasertechnologie hier hinten. Und da ist der Düsenjäger und der Raketenkreuzer. Das ist das finale Level-Up für unsere Yong-Einheiten. Jetzt wissen wir, wo der ist. Da kommen wir gezielt hin. Und das ist der, das allein dafür hat er sich schon gelohnt. Weil das ist das finale Schiff, das wir brauchen, um fremde Städte einnehmen zu können über Wasser. Allein dafür hat sich der ganze Coup schon gelohnt, dass wir jetzt wissen, wo das ist. Allein dafür, das ist sensationell. Hat sich voll gelohnt. Raketentechnik auf dem Weg dorthin auch freigeschaltet. Selbst nur die fortgeschrittene Luftfahrt, die ist so ein bisschen auf dem Weg dahin. Wir ziehen wie gehabt die Elektrizität allerdings vor, wegen des Seehafens. Das hat sich schon gelohnt. Blick auf die Regierungskarten wieder. Bleibt wieder alles, was ist. Blick auf die großen Persönlichkeiten. Haben wir länger nicht geguckt. Gustav Eiffel immer noch im Topf. Sollte nächste Runde eventuell weg sein. Und dieser große Admiral, den wir haben wollen, können wir uns noch nicht leisten. So, mit der Flotte geht es Richtung Süden. Zeitalterpunkte bekommen.
Wir haben drei Technikboni bekommen. Hier läuft die Weltausstellung, bei der man automatisch Punkte bekommt, je mehr große Persönlichkeitspunkte man generiert. Hier wurde eine Flussüberschwemmung verhindert. Hier wütet ein Unwetter. Eine Runde weiter, Leute. Was wir mit dem Glauben machen können, fragt Kato Luca. Ja, zum einen große Persönlichkeiten kaufen. Ich habe das ja gerade gezeigt. Zum anderen haben wir in Indonesien eine Spezialfähigkeit. Wir können Schiffe kaufen mit Glaubenspunkten. Das könnte sehr hilfreich sein, um in der Endphase des Spiels in der Nähe zu dem Territorium der Amerikaner hier vor Ort in unseren Außenposten hinzugehen und nochmal Schiffe zu kaufen. Einmal Pferdchen, eine Weide. Mr. Eldia, Emre Eldia, hi. Jetzt habe ich dich erst gesehen, hat es sich versteckt. Danke fürs 26. Abo. Liebe Grüße, stille Grüße, kann ich dir nicht zurückgeben, aber lauter. Hi, Mr. Eldia. Danke dir. Tempel ist da, Stupa. Passt perfekt von der Rundenanzahl und der Technologie. Eisenkalt, Forschungslabor steht. Ich könnte mir vorstellen, hier ein Lager hinzustellen. In der Nähe von den Osmanen, falls die zurückschlagen. Ich glaube eher nicht, aber es kann nicht schaden. Dann können wir auch Militärpioniere bauen bei einer Stadt, die halbwegs im Westen liegt. Wir haben ein Feld, das hier eher langweilig ist. Ich würde es hier hinsetzen. Ist eine Überschwemmungszone, aber sonst ist da ja nicht bis dahin. Bis das funktioniert, haben wir mit Sicherheit. Bis zu der nächsten Überschwemmungszone hier vorne. Stufe 4, das dauert so lange. Ich würde hier ein Lager hinsetzen. Flugplatz hilft uns hier wenig, weil die Flugzeuge könnten, glaube ich, nicht bis hier unten hinkommen, oder? Wie weit ist die weiteste Flugreichweite für einen Bomber? Bomber Reichweite 10, das wird nicht ausreichen. Düsenjäger Reichweite 6 und dann gibt es noch einen fernen Bomber irgendwann. Ein Kampfbomber. Der hat eine Reichweite von 15. Und was ist jetzt zwischen einer Ankara wollen? Von dem nach Ankara runter, von Eisenkalt, von einem Flugplatz hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bis Ankara. Sollen wir das machen? Einen Flugplatz auf Eisenkalt setzen, damit wir die Stadt runterbomben können. Das können wir mit Schiffen nämlich nicht machen. Falls wir die einnehmen wollen. Hier einen Flugplatz schnell hinsetzen. Ich glaube, das machen wir. Buldrian Campus ist da. Bibliothek bitte. Wasserpark, sehr schön. Riesenrad. Ein Kampung. Ein Weltwunder wurde gebaut. Das Parlamentsgebäude von den Osmanen errichtet. Die Jong-Einheit holt den Kollegen hier ab. Der kann bis... Oh, der kann aber weit. Der kann bis hierhin und er stellt sich hier drauf. Und die bilden eine Eskorte. Dann geht es noch ein bisschen weiter, nämlich bis hierhin zurück. Weil die zivile Einheit übernimmt immer die Bewegungspunkte, wenn sie in einer Eskorte mit einer Myong-Schiff verbunden ist, vom Myong. Das ist dessen Spezialfähigkeit. Snitschko, danke fürs 11. Eine Runde weiter, danke dir. Ein Abo weiter. Jetzt können wir hier Kohle fördern.
Hier können wir uns Wein gleich holen. Das kann man allerdings auch mit dem Kollegen machen. Danke an Vipar fürs erste Abo, ne? Herzlich willkommen, ja, bitte Grüße und Blumen an Vipar. Vipar ist das erste Mal mit Abo hier vertreten. Danke für deine Unterstützung. Einmal weiter. Und wieder eine Runde weiter. Regenwald wächst nach bei den Australiern. Ist egal, Widmungsbonus ausgelöst. Stadtstadtquest abgeschlossen. Vilnius Eingesandter da. Hier gibt es Energieprobleme in Eisenkalt, das ist klar. Das können wir derzeit nicht verhindern. Und hier klingt ein Unwetter ab. Gouverneurstitel, wie ist eigentlich unsere Gouverneurin? Ist in einer Runde da. In einer Runde ist Reina da. Nochmal danke an Vipa, der sich auch freundlich bedankt für die Blümchen. Nein, keine Freundschaft mit den Osmanen. Leider derzeit nicht. Darf aber gerne immer und immer wieder fragen. Ja, Quellen erhalten. Der ist jetzt hier etabliert. Der Spion hier vorne. Und könnte jetzt wahlweise einen Technologiebonus stehlen mit extremer Wahrscheinlichkeit oder ein großes Werk mopsen. Spezialisiert ist er als Fassadenkletterer. Das heißt, er könnte ein großes Werk klauen. Das dauert 8 Runden, ein Technologiebonus dauert auch 8. Ich würde normalerweise sagen, natürlich brauchen wir die Naturwissenschaften mehr, aber das ist... Wir brauchen eigentlich beides irgendwie, ne? Das ist eigentlich vollkommen Wumpe, wir wollen ja auch tolle Regierungsformen und so freischalten. Und der Art und Quelle für Quellen für Kulturen haben wir nicht so viele. Lass uns mal hier das große Werk klauen. Kaiser Karl der V. nach der Schlacht bei Mühlberg, bitte. Riffcliff. Campusforschungsstipendium. In einer Runde kommt der Seehafen. Könnten bis dahin noch irgendwas anbauen. Einmal das Campusforschungsstipendium. Ebenfalls hier. Abgekupfert. Dito. Ja, ab nächste Runde entstehen ja überall Seehäfen. Uni. Wir haben 6 Gesandte. Das müssen wir uns jetzt echt gut überlegen, was wir mit denen machen. Hier würden wir geringfügig mehr Wissenschaft generieren. Die gelten im Augenblick nicht, die Suzerainbonus der Kultur statt Staaten. Dafür haben wir selber bei der Abstimmung gesorgt. Händlereinheiten können nicht geplündert werden. Handelswege generieren mehr Gold. Also im Augenblick würde ich die gar nicht einsetzen. Ich wüsste gar nicht wo. Seehafen. Wir haben demnächst sehr viele Seehäfen gebaut. Wir könnten in Mogadischu zum Beispiel 2 reinsetzen oder nachher. Noch einmal keinen einzigen Seehafen. Sobald wir die Hafen haben, gäbe es hier mehr Gold. 6 Gesandte haben wir jetzt. Die nächsten dauern ein bisschen. Ich würde sie... Also im Augenblick profitieren wir noch nirgendwo von. Ich würde die noch lassen. Sobald wir die ersten Seehäfen machen, machen wir das. Klimawandel habe ich gerade gezeigt, Starbucks. Sei mir nicht böse, wenn ich das nicht schon wieder zeige. Warst du vielleicht noch nicht da. Hier vorne 2 Aktionen noch. Den packen wir hier mal. Einmal bitte Wein. Armbrustschütze bleibt hier. Jong. Verbessern wir nachher. Noch nicht. Noch sparen wir. In Bereitschaft bitte.
Nickerchen. Handwerker. Und hier können wir gar nichts machen, weil Ozean. Aber da vorne können wir was machen. Da können wir einen Kampung hinsetzen. Und hier auch. Da vorne ebenfalls. Eine Mine bitte. Rauf. Hier vorne hin. Und wieder eine Runde weiter. Gewinnungstitel sind klar. Rainer ist mittlerweile da. Und jetzt könnten wir sie befördern und könnten ihr die Eigenschaft geben, die wir vorbereitet haben, dass sie Bezirke mit Gold kaufen kann. Dafür bräuchte sie drei weiter Titel. Die haben wir. Einmal, zweimal, dreimal. Der Hafenbonus würde verdoppelt werden. Da gibt es auch ein bisschen mehr Gold für jeden Bürger und dahin. Wir würden vor Ort im Augenblick einen Bezirk kaufen mit ihr. Im Augenblick nicht, aber wir können die schon mal befördern. Da haben wir die Option. Also im Augenblick, im Augenblick wüsste ich nicht, wo wir hin müssen, um sofort einen Bezirk zu kaufen, aber wir können sie schon mal durchbefördern. Es gibt ja auch kleine Boni dadurch. Einmal ist sie hier durchbefördert. Und jetzt schauen wir uns nochmal die große Persönlichkeit hier links an. Er ist weg. Der große Admiral ist weg. Eine KI hat ihn gekauft. Hat uns den vor der Nase weggeschnappt. Das ist bitter. Das können wir jetzt auch nicht mehr ändern. Hilft auch kein Jammern. Sollten wir auch nicht drüber jammern. Das macht keinen Sinn. Was können wir uns statt Essen holen? Ja, den bekommen wir gleich geschenkt. KI hat uns den weggeschnappt. War ein Ticken schneller als wir. Hat wahrscheinlich Geld ausgegeben, wir hatten es ja nicht. Wir hatten weder Geld noch Glauben genug, wir haben alle zwei Runden nachgeguckt. War nicht da. Hätten wir uns nicht leisten können, die Preise waren eben ganz andere. Das ist spannend. Nikola Tesla könnte unser zentrales Industriegebiet boosten. Damit auch anderen Leuten die Möglichkeit, anderen Städten die Möglichkeit geben, über Strom zu verfügen. Das ist allerdings auch weit von entfernt. Ist alles zu teuer. Also, mit ihm kriegen wir jetzt von alleine. Da hat auch jemand sogar noch vor uns verzichtet. Er wird uns von alleine angeboten jetzt. Warum soll ich den jetzt kaufen? Verstehe ich nicht. Nächste Runde haben wir den von alleine. Portugal hat darauf verzichtet. Ich weiß nicht, warum ich den kaufen soll. Fehlt mir noch ein Argument, bitte. Ansonsten gehe ich jetzt auf eine Runde weiter, dann haben wir ihn sowieso. Und der Bonus ist auch nicht viel cooler als der von anderen großen Admirälen. Wir haben mehr Zuschauer im Chat. Über 600 schon. Heiße Fans. Wir spielen Civ. Ja, okay, das habt ihr schon mitbekommen. Civ 6. Wir spielen eine Community Challenge von unserem Eisdrache, einem Moderator bei mir aus dem Team, der uns ein Kartenszenario gebaut hat mit einer aberwitzigen Aufgabe. Mit zwei Landeinheiten die ganze Partie bestreiten. Mehr geht nicht. Ein Zeitalterpunkt. Wenn es keine Elektrizität gäbe, würden wir alle bei Kerzenschein fernsehen. Jetzt können wir die Seehäfen überall einstellen. Daran haben wir hart gearbeitet. Hier im Tooltip seht ihr nochmal, was die können. Die geben 2 Gold für jedes Küstengeländefeld. Wir haben fast nur Küstenstädte. Also nee, wir haben nur Küstenstädte. Alle sind am Küstenrand und bewirtschaften überwiegend Küstenfelder. Jedes dieser Küstenfelder gibt jetzt 2 Gold mehr. Wir werden gleich in Gold schwimmen, wenn wir über die Seehäfen gebaut haben.
die, wenn wir mal auch ratzfatz gebaut haben, weil wir so extrem hohe Produktionserträge auf dem Wasser haben. Stichwort Pantheon, Stichwort Auckland, Stichwort Schiffswerft, Stichwort Kampong. Das sind die vier Quellen, die den Wasserfeldern so viel Produktion geben, dass wir jetzt den Seehafen im Handumdrehen gebaut haben werden, in jeder Stadt, in der wir das haben wollen. Und sobald, wenn wir die dann fertig haben, beginnen wir mit dem Flottenbauprogramm. Dem ehrgeizigsten und offensivsten, was die Welt gesehen hat. Wir werden Unmengen an Kriegsschiffen rausbauen und werden die den Seehäfen komplett schon als Flotten bauen können. Das geht etwas schneller, ihr seht es hier im Chat, ist um 25% billiger. Und auch der Unterhalt von denen ist billiger, weil in dem Augenblick, wenn man zwei Einheiten in der Flotte hat, die kosten genauso viel Goldunterhalt. Nee, die kosten nur halb so viel Goldunterhalt, als wenn diese Schiffe separat wären. Also zwei Kriegsschiffe separat, kostet jedes Kriegsschiff, ich weiß nicht, 5, 6, 7, 8 Gold. Haben wir die zusammengefasst zu einer Flotte, dann die Hälfte. Weil das zählt immer pro Einheit und das wird uns sehr, sehr helfen. Rest kann uns gleich gerade erstmal egal sein. Ölkraftwerke werden wir erstmal nicht nutzen. Unterseeboote nutzen haben wir im Augenblick auch noch nicht so viel von. Fernkampfstärke 75 klingt cool, aber Städte damit angreifen ist schwierig, weil die Kriegsschiffe haben eine 3er Reichweite und ich glaube eine Fernkampfstärke von 70, glaube ich. Die haben 5 mehr, aber aufgrund der geringen Reichweite werden die schnell angegriffen. Wäre höchstens gut zum Angriff auf feindliche Marineeinheiten oder zum Plündern. Wir können also an den Rand fahren, an den Küstenrand fahren und können dann auf die Küstenlandfelder, also auf die Landfelder am Küstenrand, dann den Plünderungsbefehl durchführen. Nächste Forschung. Stahl, dann haben wir überall Sägewerke, geben mehr Produktion. Und wir haben die Möglichkeit, wir wollen ja am Schluss hier hin, ne? Zum Raketenkreuzer. Das ist unser Ziel. Das geht jetzt doch schön schnell. Da legen wir los hier. Über den Stahl. Und eine große Persönlichkeit kommt als nächstes.